dieser Aussichtsturm auf dem Kranichberg. So sah er noch vor 5 Jahren aus. So nach der Sanierung mit neuen Blitzableiter und farblich abstechenden Blenden. Wozu sind die eigentlich da? Ausgeflickte Stellen, kein Versuch, den Farbton des Turms zu treffen. Die Blenden sind nicht durchgängig bis oben, können also nicht dazu da sein, den Stoß der Bretter abzudecken. Da sieht man's ganz deutlich, die Blende liegt neben der Stoßfuge. Am Eingang, da wird man nass, wenn's regnet. Durch die Oberkante des Winkelblechs läuft das Regenwasser rein. Da wurde das Abdichten vergessen. Da ist keine Farbe, Holzschutzmittel hingekommen. Da auch nicht. Da wurde ebenfalls mit dem Anstrich gespart. Da kam seit langem nichts Neues drauf. Da sieht's nur noch scheckig aus. So sieht der neue Anstrich überall aus, irgendwie hingerotzt. Wohl auf die grünen Algen gespritzt, die dann abgestorben sind. Mit dem Fingernagel kann man das Zeug ablösen. So sehen Algen und Moosbefall aus, hier als Demo an meinem Gartenzaun. Richtig wäre es, vor dem Farbauftrag das Zeug zu entfernen. Da ist die aufgespritzte Farbe runtergelaufen, in den Sand. So sah er vor der Sanierung aus. Und so danach.